Grüße an alle. Willkommen zur neuen Folge der Bayern München News. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Daniel Levy ist sehr wütend auf die Bayern, da Tottenham über die Berufung der UEFA wegen Kanes Vorgehen nachdenkt. Der Vorsitzende von Tottenham, Daniel Levy, soll sehr verärgert gewesen sein, als Berichte auftauchten, wonach Harry Kane sich in London mit Thomas Tuchel getroffen habe. Die Zukunft des englischen Kapitäns ist noch ungewiss, da sein Vertrag bei Tottenham nur noch ein Jahr läuft. Bayern München bleibt ein großer Bewunderer des 29-Jährigen, da die Gespräche in den letzten Wochen intensiviert wurden. Levy soll über diese Gespräche wütend sein und der Verein könnte die UEFA sogar auffordern, Bayern für diese Gespräche hinter den Kulissen zu bestrafen. Laut The Times hat Tottenham Kane einen äußerst lukrativen Deal angeboten, um einen neuen Vertrag mit dem Verein abzuschließen. Doch Harry Kane hat einer Zusammenarbeit mit Tuchel bereits zugestimmt und will nicht bei Tottenham bleiben. Der Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 30 Tore und hatte trotz des Formrückgangs von Tottenham eine hervorragende Einzelsaison. Die Übernahme von Napoli-Innenverteidiger Kim Min-jae durch Bayern München wurde verschoben. Der Bayern München rückt immer näher an die Bekanntgabe der Ankunft des südkoreanischen Verteidigers Kim Min-jae vom Serie-A-Titelverteidiger Napoli. Der medizinische Check von Kim Min-jae hat sich verzögert, sollte aber in den kommenden Tagen stattfinden. Machen Sie sich keine Sorgen, denn Kim wird seinen Militärdienst beenden und in den Urlaub fahren, aber er könnte das tun, was Matthijs de Ligt getan hat, als er von Juventus kam, und der Mannschaft bei ihren Vorbereitungsspielen beitreten. Kim Min-jae wird nach Abschluss seiner Militärausbildung ein paar Tage Urlaub haben. Die Bayern überlegen, ihn kurz vor der Asientour nach München zu holen. Anschließend würde er am 24. Juli mit der Mannschaft nach Tokio reisen. Bayern München trifft das Management von Jordi Mamardaschwili, während die Transfersuche immer hitziger wird. Bayern München scheint seinen nächsten Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Manuel Neuer zwischen den Pfosten identifiziert zu haben. Valencias Jordi Mamardaschwili. Berichten zufolge hat sich der Club bereits mit den Gründern des bald 22-jährigen georgischen Torwarts getroffen. Aber da die Transfersituation auf der Position des Clubs noch in Bewegung ist, ist die Suche noch nicht weit fortgeschritten. Die Bayern scouten Jordi Mamardaschwili und es gab ein Treffen zwischen Neppe und dem Torwartmanagement. Eine baldige Angebotsabgabe plant der Verein aber nicht. Neuers verzögerte Genesung nach einer Verletzung und die Ungewissheit über die langfristige Zukunft von Sven Ulreich beim Verein trage ebenfalls zur Dringlichkeit der Situation bei. Aber wenn die Bayern jedoch Geld ausgeben, könnte das auch Ulreichs Status für die nächste Saison in Frage stellen. Der langjährige Stellvertreter war eine komfortable Nummer 2 für Neuer, musste aber in der letzten Saison auf eine Chance verzichten zu spielen, als der Verein stattdessen Sommer im Wintertransferfenster holte. Bayern München wird zu Beginn der Saisonvorbereitung voraussichtlich fast alle Spieler haben. Das Saisonvorbereitungstraining beginnt nächste Woche. Und die Bayern werden voraussichtlich alle im Gepäck haben. Mit Ausnahme von Kim Min-jae starten nächste Woche am Donnerstag fast alle Bayern-Spieler in die Saisonvorbereitung. 8 Spieler werden am Montag wieder im Verein sein. Im Urlaub absolvierten die Spieler individuelle Trainingspläne, die ihnen der Verein vorgegeben hatte. Die Saisonvorbereitung wird für die Bayern entscheidend sein. Die bestehende Gruppe wird viel zu beweisen haben und der Wettbewerb um mehrere Positionen wird intensiv sein. Darüber hinaus könnten mehrere wichtige Transfers in den Verein fließen, die etwas mehr Integration erfordern könnten. Es ist klar, dass in diesem Sommer viel Arbeit erforderlich sein wird, um den Grundstein für das zu legen, was der Verein erreichen möchte.